Was ist dran an Vorwürfen wie diesen? Schlägertrupp USK. Knüppel in der Hand, USK außer Rand und Band. Sie prügelten hemmungslos auf Menschen und deren Köpfe ein. Da haben USK-Beamte mit einem Schlagstock mit voller Wucht von oben runter mit dem Knüppel gezogen. Es ist nicht gestattet und verboten, aber natürlich kann es in Notwehrsituationen dazu kommen, dass ein Schlagstock auch mal den Kopf trifft. Was wir fordern, ist nichts weniger als die komplette Abschaffung der Polizei. Eine Demo gegen die Polizei. Einer, der solche Demos mitorganisiert, ist Fabian. So nennen wir ihn. Er will nicht erkannt werden. Denn der Student gehört einer Gruppe linker Aktivisten an. Ihr Feindbild? Die Polizei. Speziell dem Unterstützungskommando wirft Fabian vor, bei Demonstrationen zu hart und vor allem unverhältnismäßig vorzugehen. Wie hier beispielsweise während der IAA-Proteste in München vergangenes Jahr. Als Fabian und weitere Aktivisten mitbekommen, dass wir das USK für eine Reportage begleiten, nehmen sie Kontakt zu uns auf. Sie wollen uns von ihren Erlebnissen berichten. Fabian will anonym bleiben, aus Angst vor Konsequenzen. Uns erzählt er selbst wurde von Polizisten des USK während einer Demo 2020 verletzt. Die Polizei hat mit Pfefferspray und Knüppeln alles zerlegt. Ich habe auch einen Schlagstock mitten in den Solarplexus bekommen. Beweisen kann Fabian das nicht. Auf Nachfrage kann er uns weder Atteste von Verletzungen vorlegen, noch hat er Anzeige erstattet. Würdet ihr denn kooperative Gespräche mit der Polizei mal führen? Nein, also ich wüsste nicht, wohin das führen sollte. Wir konfrontieren Andreas Diem mit den Vorwürfen der linken Aktivisten. Er und seine Kollegen stehen ihnen regelmäßig bei Demonstrationen gegenüber. Seit Oktober 2020 ist er Chef des USK Dachau. Ich würde vorschlagen, Sie schauen sich direkt an, was er sagt. Schauen wir mal. Gerne. Da haben USK-Beamte mit einem Schlagstock mit voller Wucht von oben runter mit dem Knüppel gezogen, einfach in ein Transparent rein, wo sie nicht sehen konnten, wo sie hintreffen. Und das ist eben eine Frage von Glück oder Pech, wo du dann getroffen wirst, wie der USK-Beamte zielt. Und da kann ich einfach nur von Glück reden, dass ich bis jetzt keine körperlichen Langzeitfolgen davontrage. Also die haben mit ihrem Schlagstock den Kopf getroffen? Ja. Das hast du auch gesehen? Ja. Also würdest du sagen, dass die Polizei quasi solche schweren Verletzungen wie Gehirnerschütterungen in Kauf nimmt? Ja, oder sogar nicht nur in Kauf, sondern vielleicht auch, dass sie bewusst durchziehen. Das weiß ich nicht. Ich kann in deren Köpfe nicht reinsehen, aber die schweren Verletzungen nehmen massiv zu. Die Kopfverletzungen haben massiv zugenommen. Okay, also die konkrete Situation dazu kenne ich jetzt nicht, wann das, welcher Demonstration oder bei welcher Versammlung das passiert sein soll. Prinzipiell bei uns in der Ausbildung, wenn Schläge dir gegen den Kopf sind, ein absolutes No-Go. Also das kann man sagen. Wir haben eine sehr intensive Ausbildung, gerade mit dem Stock, weil wir wissen, wie gefährlich dieses Einsatzmittel auch ist. Bei uns werden die Beamten in der Grundausbildung da wirklich über eine Woche dran geschult und das Ganze endet mit einer Prüfung. Und wer die nicht besteht, der darf den Stock im Einsatz auch nicht führen. Gezielte Schläge gegen den Kopf, wissentlich, wenn wir sowas mitkriegen würden, dann würden wir auf jeden Fall disziplinar- und strafrechtliche Maßnahmen einleiten. Weil das ist ein absolutes No-Go und das wollen wir nicht haben in der Einheit. Und wenn das in einer Stresssituation passiert, also das ist ja auch für die eine extreme Drucksituation, in so einem Gerangel dann zu sein und körperlich agieren zu müssen. Also auch in einer Stresssituation würde man das definitiv danach sehen. Wir machen ja auch unsere eigenen Aufnahmen, die nach jedem Einsatz, wo taktische Maßnahmen getroffen werden oder eben auch unmittelbarer Zwang angewendet wird, wird das controlled. Es ist verboten, auf den Kopf zu schlagen. Es ist nicht gestattet und verboten, aber natürlich kann es in Notwehrsituationen dazu kommen, dass ein Schlagstock auch mal den Kopf trifft. Was sind denn Situationen, wo es passieren kann? Also gibt es irgendwie Situationen, wo Sie das einfach dann auch nicht mehr einschätzen können, wo Sie schon schlagen? Ja, das ist zum Beispiel ganz plakativ, wenn jetzt ein Transparent getragen wird. Egal, ob das Front- oder Seitentransparent ist, dann weiß ich nicht, was dahinter passiert. Und wenn dahinter jemand ins Stolpern geraten ist oder etwas aus dem Rucksack holt und dementsprechend eben den Kopf tiefer hält und wir mit dem Stock eben arbeiten, dann kann es passieren, dass da auch ein Treffer gegen den Kopf ist, passiert, ja. Das Vorgehen des USK hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Empörung und Schlagzeilen gesorgt.
Prügelpolizist kämpft um seinen Job im USK. Er zerschmetterte einem Schüler mit einem brutalen Fußtritt den Kiefer. Ein 25-jähriger Polizist der Bayerischen Spezialeinheit Unterstützungskommando hat die Nazi-Aufkleber in einen Polizeibus geklebt. Professor Raphael Beer ist Soziologe und Polizeiwissenschaftler in Hamburg. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren unter anderem mit geschlossenen Einheiten und dem Fehlverhalten von Polizisten. Das USK bezeichnet sich selbst auch als Deeskalationseinheit und dass sie sehr viel Wert auf Kommunikation legen. Wie bewerten Sie das dann? Also hier würde ich sagen, werden die Begriffe Deeskalation und Kommunikation, das ist ein Euphemismus, ja, das wird verniedlicht, das wird einfach so genannt. Deeskalation kann man natürlich auch so gestalten, dass man die anderen so bedroht oder ihnen Angst einjagt, dass sie Dinge, die sie vorhatten, nicht tun. Das USK wendet ja schon eine besondere Form der Gewalt an, also jetzt zum Beispiel allein schon durch den Schlagstock. Manche bezeichnen das USK ja auch als brutal. Braucht es denn diese Form der Gewalt in einem Rechtsstaat? Zunächst mal erschrecken wir ja eigentlich vor jeder Form von Gewaltanwendung. Und wir müssen aber tatsächlich einsehen, dass die polizeilich ausgeführte Gewalt eine ist, die nach Regeln erfolgt. Also das, was Polizei ausüben soll, ist vom Grundsatz her legitim und legal. Das ist eben eine Form von Durchsetzungsmöglichkeit des Staates, die schmeckt vielen Leuten nicht, die ist aber tatsächlich vorhanden und ist selbstverständlicher Bestandteil jeder Staatlichkeit. Wir treffen Lukas, der uns seine Geschichte erzählen, aber als Fußball-Ultra anonym bleiben will. Ihm wird vorgeworfen, nach einem Fußballspiel im Februar 2020 einen USK-Beamten angegriffen zu haben. Seine Anwältin sagt uns, zu Unrecht. Trotzdem wird er festgenommen und in erster Instanz verurteilt. Lukas geht in Berufung und kann durch ein Video zeigen, er hat niemanden geschubst, sondern er wurde geschubst. Offenbar von einem USK-Beamten. Ich habe quasi diesen Platzverweis bekommen, beziehungsweise wurde weggeschickt und bin dann einfach über die Straße gelaufen und war eigentlich schon auf dem Weg weg und habe dann nur den Arm im Rücken gespürt und diesen Schubfer und war im ersten Moment auch komplett perplex, was überhaupt Phase ist gerade. Das Schlimmste für Lukas, die Aussagen der USK-Beamten während der Gerichtsverhandlung. Er hat dann vor Gericht ausgesagt, dass er einen nicht unerheblichen Schmerz durch seine Schutzweste durcherlitten hat, seinen Dienst aber fortsetzen konnte. Das hat dann von mich auch so ein bisschen vor Gericht gezeigt, dass die Polizisten auch irgendwie fast schon wie geschult in die Gerichtsverhandlung reingehen und quasi genau wissen, was sie sagen müssen, um quasi eine Verurteilung des Beschuldigten zu erzielen sozusagen. Polizeiexperte Raphael Beer sagt, das bringt der Job der Beamten mit sich. Sie sind Berufszeugen. Sie werden da geschult, wie man sich als Zeuge zu verhalten hat. In der Regel können sie auch frühere dienstliche Erklärungen einsehen. Und hier gelingt es häufig Polizisten, sich konsistenter und klarer und auch widerspruchsärmer auszudrücken als anderen Menschen. Das Verfahren gegen Lukas wird am Ende wegen Unstimmigkeiten eingestellt. Hätte es das Video nicht gegeben, wäre es womöglich anders ausgegangen. Zurück zu den linken Aktivisten, die regelmäßig mit dem USK aneinander geraten. Heute wollen sie eine Versammlung stören. Worum es geht? Unterschiedliche Meinungen zum Thema Schwangerschaftsabbrüche und Sterbehilfe. Deshalb ist heute das Unterstützungskommando dabei. Was jetzt passiert, bezeichnen Kritiker als unverhältnismäßig. Nach einer Sitzblockade kesseln die USKler die Linksaktivisten ein, um die Personalien zu überprüfen. Auch Lokalpolitiker versuchen zu vermitteln. Wirklich ein bisschen übertrieben, dass ich mich allein. Alles in Ordnung. Was ist jetzt hier für eine Situation? Ich habe gerade mit dem Einsatzleiter gesprochen, weil ich wissen wollte, was Sache ist. Und der hat mir das erklärt. Ich habe dann versucht, das zu vermitteln. Dann wurde ich sofort angemacht, dass ich zu nah dran stünde. Wie nehmen Sie die Situation jetzt wahr? Hallo? Also, Sie mit der blau-roten Jacke. Einmal mit dem mitkommen, Ihre Personalien werden festgestellt. Und sagen wir mit dem Schnitt.
bitte nicht flüchten, sonst müssen wir unmittelbar einen Zwang anwenden. Es war eine kurze Sitzblockade. Die Demo wurde nicht erheblich gestört, weil sie weitergezogen ist. Könnte man eigentlich auch das Ganze locker handhaben. Doch laut Polizei ist eine Sitzblockade eine Ordnungswidrigkeit und muss geahndet werden. Dass die bayerische Polizei und auch die Staatsregierung eine harte Linie fahren, dieser Vorwurf hält sich hartnäckig. Auch in der Politik. Die CSU-Regierung ist ja auch aus der Vergangenheit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt, dass sie nicht immer die Versammlungsfreiheit als ganz, ganz hohes Gut sieht. Aber das ist Aufgabe der Politik, weil die Polizistinnen und Polizisten müssen ja mit dem arbeiten, was wir, die Politik, ihnen geben. Das Innenministerium hingegen verteidigt die bayerische Haltung als konsequent. Norbert Radmacher ist hier für den Bereich Einsätze der Polizei zuständig. Wir versuchen Störungen, insbesondere wenn es um Gewalt geht, sehr frühzeitig zu begegnen und dann auch konsequent durchzugreifen. Was bringt das? Das bringt dadurch was, wenn Sie beispielsweise eine Versammlung haben, dass Sie die Versammlung entsprechend schützen, dass jeder, der seine Meinung äußern will, hier friedlich demonstrieren kann. Das Unterstützungskommando. Eine Polizeieinheit mit einer besonderen Rolle. Und die erfordert eine besondere Verantwortung.